Fledermäuse. Überall nur Fledermäuse, die wie die Geier um uns kreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles, einer neuen Folge, die wie genauso wie Zelda Skyward Sword, wenn mal ziemlich lange gebraucht hat, bis sie... Ach du Scheiße, Spinnen. Wenn mal ziemlich lange gebraucht hat, bis sie... Was? Spinndirektor? Spinndirektor, ein Direktor spinnt. Ja, nee, ist klar. Ja, was sagen wollte, wie bei Zelda Skyward Sword, das hat wieder mal ziemlich lange gedauert, bis sie mal wieder gekommen ist und so, kennt ihr ja. Aber wieder mal künftig, wie das sich ändern dürfte, betreffend, ja betreffend was überhaupt, betreffend Wii U und so, neuem Ablaufplan, etc. etc. Seht ihr dann alles bald soweit, diesmal kurz gucken, geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Aber bevor wir jetzt da angehen, müssen wir kurz schauen, habe ich ja noch was vergessen? Windfleder, ich möchte eigentlich nicht mehr besonders viel trainieren, weil wir haben in den letzten Folgen ziemlich wenig geschaffen, storymäßig und so. Das würde ich gerne mal ändern, hallo, da weg, gut, dankeschön. Aber erstmal hier noch ein bisschen sammeln. Was auch immer das sein soll, Durchmantel, Durchmantel. Klopffliege, oha. Spinnen, ich hasse Spinnen! Und deshalb werden sie gemordet! Jo! Don't drop your guard! Mal kurz gucken, was kann ich noch machen? Nach vorne. Mal kurz! So, jetzt aber. Ups, der war falsch. Ah, der war's. Bam! Die nächsten Gegner. Nice one! Und wie immer quatschen sie mir dazwischen und... hallo? Schnitz! Doch nicht. Scheiße, Stich was. Bam! Eine Fledermaus und die andere. Jetzt fehlt noch eine. Komm schon! Und... Schlitz. Das war die letzte. Schnitz, Stich und Schlitz. Alles zusammen ergibt eine perfekte Kombination. Roter Federflügel, kleiner Federkristall, Regnerschmuck. Ist ja schon noch gut, aber ich wollte eigentlich noch etwas anderes. Leichtrahmen, kleiner Spinnkristall, brauche auch alles nicht mehr. Ah ja, noch mehr Spinnen, Hilfe. Ja gut, dann hat es offenbar nichts mehr. Wisst ihr was, Freunde? Wir gehen weiter und Taxi hat ja nichts mehr daher. Können wir genauso gut weitermachen. Nur zu zweit unterwegs immer noch. Fiora fehlt leider. Immer mehr! Verdammt nochmal. Dämliche Mech und. Oh oh. Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht scheiße aus. Oh nö. Hätte man lieber nichts gesagt. Ist das Spinnkokos? Monsters egg sacs, I think. But it looks like there are Mechon parts inside as well. Man, what kind of monsters are they? Probably some type of arachno. Yeah. Ryan, get back! Nein! Ryan! No. If that vision comes true, then Ryan, I've got to find him. Und wie wir das müssen, verdammt nochmal! Ja, Gruppenglieder wechseln, du bist gut, wenn nur einer ist. Verarsch mich doch noch! Was akustische Typen reagieren auf laute Geräusche? Dies ging ja, wenn sie dich. Ja, ist ja schön und gut. Oh, sind das alles solch welche? Oh oh, das war ja klug! Egal, sind sowieso schwach, das heißt, wir haben sie ruckzuck erledigt! Einfach zumindest. Verdammt, ich bin nur noch alleine! Alle für einen! Alle für einen! Ich würde gerne sagen, einer für alle, aber... mittlerweile sind es nicht mehr so viele. Und tschüss, so. Was hat's hier drin? Was hat's hier Schönes drin? Spinnseide, kleiner Spinnkristall, Spinn, Spinn, Spinn. Hallo. Ja, hier bin ich, komm schon. Oh. Super. Super Idee, Schul, 1A. So, jetzt aber endlich mal Wayne befreien. Die Frage ist bloß, wo gehe ich jetzt überhaupt hin? Stimmt die Richtung? Mann! Kein Bock drauf, so. Oh oh. Die Richtung stimmt, die Richtung stimmt! Wayne, wir kommen! Lass nicht zu, dass hier was passiert. Nicht schon wieder. Und wir jetzt?
Er konnte kommen! You think this don't give up, do ya? Ryan! Halt durch, Ryan, wir kommen! I've got to hurry. If I can get up there, I should be able to reach him. Die Frage ist bloß wie? Ja. Markiert erkletterbare Wände und Säulen. Bewege dich auf ein Symbol, um an der gekennzeichneten Stelle zu klettern. Sehr nice. Irrsinnsmünze. Ja, ist ja richtig irrsinnig. Was ist das für ein Vieh? Na egal. Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss da hoch. Ich muss zu Ryan. Ich muss ihm helfen. Ihn retten. Es darf nicht schon wieder das passieren, was mit Fiora passiert. Hallo? Alter, gehst mal da hoch. Dankeschön. Wir schaffen das. Wir werden hier lebendig rauskommen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Was tatsächlich das Letzte sein könnte, wenn es unsere Vision bewahrheitet. Ach du Scheiße. Ja. So. Noch ein bisschen einspringen. Ja, funktioniert super. Wir sind perfekt vorbereitet, um Ryan zu retten. Oh. There's too many of them. I kill one and 10 more pop up. Ryan, no! Not that way! Ryan! Schulk! Alter Falter, ist das geil oder ist das geil? Die blaue Klinge, die alles durchtrennt. Und die gelbe Klinge, die alles schützt. Schulk, Schild, neue Technik erlernt. Juhu! Und wie geht das genau? Ab sofort wirst du Gefahren, die dich im Kampf erwarten, voraussehen können. Geil. Der Visionsbalken stellt alle wichtigen Details zu dem bevorstehenden Angriff dar. Cool. Was? Opferstatus? Ach du Scheiße. Die Schriftfarbe verrät die Natur der Attacke, die der Gegner anwenden wird. Okay, rot physisch, blau Ätherangriff, alles klar, weiß Spezialtechnik. Oh, interessant. Näher dich einem Mitstreiter und drücke B, um ihn vor einem zukünftigen Angriff zu warnen. Eine Warnung verbraucht einen Balken der Gruppenleistung. Du hältst Zugriff auf alle Techniken des gewarnten Gefährten. Angriffstechniken werden automatisch auf den im Visionsbalken angekündigten Gegner gerichtet. Okay. Durch das Eingreifen eines gewarnten Gefährten vor allem, kann in Zukunft geändert werden. Ändert sich die Zukunft, so zerschellt der Visionsbalken. Arbeit mit deinem Mitstreiter zusammen, um zukünftige Gefahren von der Gruppe abzuwenden. Irgendwie schon krass, wa? Spezialtechniken lassen sich nur durch die Munado-Technik Schild abwehren. Beispiel Spezialtechnik Arachno-Quetsch 1, okay. Was ist Schuld, keine Munado-Schild einzusetzen? Ich dir das Munado-Setzen Schild ein. Schild sieht so aus, alles klar. Ach, nur Quetscher, okay, und jetzt noch! Sorry. Na toll, sehe ich's zwar, was kann ich jetzt machen? Alles klar, ich habe ihn gewarnt, ich muss noch ein bisschen schauen, wie das Ganze funktioniert so. Stachelaura, senkt physischen Schaden durch Angriff. Ja. Wir schwankt der Feind um, er schwankt zwar gar nicht, das ist ein bisschen schade. Hammerschlag, der kurzartig gut stärkt.
Treffer für Spezialanzeige. Hm. Wieso eigentlich nicht? Kann man gucken, ich kann ja jetzt ein Schild einsetzen. War Zusatzschaden? Ach du Scheiße. Mal gucken, der Schild! Yeah! Und BAM! Nächstes Down! Und so machen wir weiter, Freunde! Verdammte Spinnenviech! Hallo, hallo, bewegen geht nicht mehr! Kann mich nicht mehr bewegen! So, jetzt aber. Und... Verzauberung! Was passiert jetzt? Ich sehe nichts mehr. Ja! Spinnenkommandant ist mein Scheißegal! Bam, der ist down. Wer ist eine Kuppenleiste? Bingo! Angriffskette! Jetzt geht's los! Na, wart du Scheißviech! So. Er schwankt, das heißt, wir schwankt der Feinde um. Müsste theoretisch klappen. Und wie das klappt! So, jetzt bist du dran, ey, du Scheißviech! Klappt das echt? Wirklich? Bam! Naja, mehr oder weniger würde ich mal sagen. Wow, Hilfe! Wow, wow, dem geht's gar nicht gut! So, hätten wir das mal gemacht. So, jetzt nochmal Shield aktivieren. Hoffentlich funktioniert das auch. Shield. Senkt Wut, steigt für die Attacke. Habe ich irgendwie wütend? Jetzt wirkt doch wahr. Na, mal kurz gucken. Da funktioniert er trotzdem. Ja, meine Fresse. Hat er den Shield aktiviert? Alter, das Vieh bringst du einfach nicht down, ey. Jetzt schon wieder 8 noch Quetscher. Oh, gegen. Nein! Gegen ihn! So, haben gewarnt, das sieht jetzt schon mal gut aus, die Frage ist bloß, wie mache ich das jetzt? Angriff, der kurzzeitige Wut steigert. Was, noch mehr Wut? Aber das ist doch schon genug. Angriff bewirken Stärkeverlust. Ach du Scheiße. Wachdienst auch nicht, steigt kurzzeitige Wut. Habe ich alles schon durch? Oh oh. Senkt physischen Schaden durch Angriff. Ja, toll. Quizfrage, welche Attacke ist nun die beste? Hm. Wir schwanken die Feinde. Er schwankt doch gar nicht. Stachelaura senkt zwischen Schaden und Angriff. Ne, sicher nicht das Beste. Ne, nee, auch nicht. Der hier? Blockt Angriffe. Ja. Muss ich irgendwie so machen. So, jetzt nochmal Wayne kurz stärken. Ja! Ich bin ein Gegner, du Scheißviech! Also sehe nichts mehr, so jetzt aber. Ah, noch mehr Spinnen! Spinnen, ich hasse Spinnen! Wayne ist down, Wayne ist down! Wiederbeleben durch B! Zum Glück geht das so einfach. Monado, gib mir deine Power! Oh oh. Bin ja auch nicht mehr so fit, wie ich gerne wäre. So, jetzt klappt's aber. Oh oh. Scheiß Viecher, hey. Nein, ich bin down. Das hat nicht so gut geklappt, wa? Verflixt und zugenäht. Geht das überhaupt zu zweit? Wieso ist jetzt der bei mir? Ist nicht eigentlich. Ach du Scheiße, die fräsige Eugen. Habe ich überhaupt hier Technik Monado? Na klar, ich habe auch den Shield-Technik. Ah, mal kurz gucken, sind sie überhaupt jetzt so? Ja. Nicht halt so schlecht, oder? Also entweder habe ich wirklich was falsch gemacht oder ich bin einfach noch zu schwach. Das Shield funktioniert ganz gut, muss man zugeben.
Das Schaf bringt auch nichts. Nee. Bringt nichts, bringt nichts. Alter, ich habe gar keine Chance gegen das Viech. Nein, 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 nein. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich klopfe einfach drauf los. Aber die Musik ist cool. Ja, die Musik ist cool. Hauptsache etwas, wa? Hä, kapier? Sind die echt zu stark, Leute? Kann das wirklich sein? Glaube ich ja kaum. Nee, irgendwas mache ich hier falsch. Das kann doch nicht sein, dass die Gegner hier zu stark sind. Klar sind sie stark, aber nicht zu stark. Au. Komm, wir hauen ab. Jungen, kriegt sie uns nicht. Scheiße, ey. Ah, die Spinnenkönigin. Teamattacken, das wär's, weil ich hab dadurch am meisten Schaden gemacht. Aber ja, die Frage ist halt, Teamattacke ist ja schön und gut, aber ja. Ja, mal schauen. Wird schon irgendwie funktionieren. Es muss funktionieren, was soll ich denn sonst machen? Scheiß Spinnenviech, wo bist du? Ich will dich killen. Dich und deine Artgenossen. So. Nest der Königin, ja, weiß ich, weiß ich. Meine Nase juckt schon wieder. Oh, sorry Leute, ich konnte leider gar nicht die Nase zuhalten. War gerade ein bisschen ungünstig. Ja, was zum. Ja, auf mich hat es abgesehen, ist ja schön und gut. So, Rain warmen, dann kann er etwas. Die Frage ist, was mache ich mit ihm jetzt? Blockt Angriffe, er macht sowieso die ganze Zeit. Steigt kurzzeitig Wut, wirft schrankte Feinde um. Braucht er mehr Spezialanzeigen, kann das sein? Ich mach mal Knochenhaken. Und ich mach dann mal den Schild, wa? Und BÄM! Ihr scheiß Viecher, hey! Gib mir einfach aus der Sonne! Wie lange hält eigentlich der Schild? Nicht gerade sehr lang, muss man zugeben. Nö, der Schild ist ein bisschen scheiße, aber gut, weiß nicht mal, wie lange das er hält. Und eben auch nicht hält. Ich kann mich nur bewegen! Bewegen, hallo! So, der war down. Und jetzt? Rain. Shield activate! Rain war an, jetzt kann er mal kurz, was kann er jetzt kurz machen? Spezialanzeige, ist der hoch, ist der down? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Angriff, steigt kurz auf den Wut. Ja. Erfasst ein Ziel und erzeugt Zielzwang. Zielzwang? Och nö, dann konzentriert er sich ja auf ihn. Will ich ja gar nicht. Verdammt, Stachelaura ist eigentlich gut. Ja, versuch mal den, wird zwar nicht viel bringen, aber. Ne, wie gesagt, wird nicht viel bringen. Du. Was? Der Schild ist wieder da. Schilders, schütze uns, genau, guck mal kurz auf die Uhr. Ach du Scheiße, wir bereiten der Zeit. Macht gar nicht mal so schlecht Damage, muss man ganz ehrlich zugeben. So, jetzt reißt's aber. Schattenauge. Jetzt schon wieder, bin ich wieder dran? Nein, schon wieder. Das muss ich verhindern, wie auch immer.
Der 5-Schmutz-Anzeiger hatte ich bereits. Ja, wieder den, weil sonst verändert irgendwie nichts Brauchbares. Meine Füllspezialanzeige ist ja schön und gut, aber ich habe nichts, um die Spezialanzeige wieder zu senken und dafür den Angriff zu steigern. Das ist ja der Fehl dran. Shield ist er noch dran oder ist er weg? Ja, der Shield ist weg. Irgendwie läuft es besser als vorher, kann das sein? Oh oh. Nein, das sieht übel aus für ihn. Mal kurz gucken, Monado! Monado? Hallo, jetzt? Komm schon, da ist es bald voll, ich brauche Teamattacke! Er macht das Vieh platt! Oh yes, jetzt ist es soweit! Teamattack! So, mal gucken. Lässt schwanken. Bingo. Und jetzt, wie oft schwanken die Feinde um? Und da liegt das Scheißvieh und jetzt wird drauf geklüppelt. Und das war's, Freunde. Das war der Schlüssel zum Sieg. Ich muss einfach den Schild öfter einsetzen. Looks like the Monado works on more than just Mekon. I gotta say, that's pretty awesome. Allerdings. I just realized something. Huh? The future I see. It isn't set. I think it's more like a warning. A warning? Yeah. A warning about what will happen. What will happen if I don't do anything. Or if I can't do anything. So I can use this power to change the future. And that's exactly what I intend to do. You've got my vote. And if you really can do that, I think Fiora would have liked it too. Yeah. Right, let's get moving. We're nearly at the Bionis knee. Wieso sagt eigentlich Rain, dass Fiora das auch gefallen würde? Also wenn schon, da müsste er ja sagen, dass es ihr gefallen hätte oder auch könnte oder irgendwie sowas, weil sie ist ja tot, also irgendwie? Naja. Ist ja auch egal. Spezialtechniken durch, Schildabwehr und Level der Spezialtechnik, Level 1, Level 1 oder höher, abgewehrt. Spezialtechnik abzuwehren, muss der Monado das Schild ihr im Level ebenbürtig oder überlegen sein. Begegnest du einem Gegner mit einer starken Spezialtechnik, solltest du den Level des Schildes entsprechend erhöhen. Ja, und wie geht das? Ah, verknüpftes Talent. Harmonierende Charaktere können von den Talenten ihres Partners profitieren. Levelanstieg, Harmoniemünze. Neue Technik. Geil. Juhu, wir sind richtig weit, Freunde. Die blaue Klinge, die alles durchtrennt. Und die gelbe Klinge, die alles beschützt. Wie es weitergeht, hier bei Xenoblade Chronicles. Seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß mit meinen anderen Projekten. Und ciao zusammen. Juhu, Xenoblade Chronicles. Echt geiles Spiel.